Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Martha is Dead. Also ich habe mir dieses Spiel echt an den Herz legen lassen. Also ziemlich gut sein und verstörend vor allen Dingen. Aber mir wurde gesagt, das ist ja Horror, aber auch irgendwie so ein tiefgründiger Horror. Also nicht so ein Klischee-Horror. Aber ich bin gespannt und das starten wir mal, ne? Bitte stellen Sie die Helligkeit so ein, dass das Bild auf der linken Seite gerade noch sichtbar ist. Also, so. Da steht doch schon, die Geschichte von Martha is Dead und die darin vorkommenden Charaktere sind fiktiv. Das Spiel enthält möglicherweise unangenehme Szenen und behandelt Themen, die einige Spieler beunruhigen könnten. Also, das ist schon mal heftig, oder? Also, ich bin echt gespannt. Das Spiel wird für ein erwachsenen Publikum empfohlen und trägt die entsprechenden Altersfreigabe. Dass es sich um ein erzählerreiches Drama für Erwachsene handelt, verwendet das Spiel künstlichere Inspiration, die visuell beunruhigend sein und Unbehagen hervorrufen können. Martha is Dead erforscht die Komplexität der menschlichen Psyche, psychologische Traumata und Selbstschädigung. Das Spiel wird nicht für Spieler empfohlen, die Darstellung von Szenen, die Blutzurückstellung, Einstellung von menschlichen Körpern und Selbstverletzung enthalten, als störend empfinden könnten. Also, ich würde mal sagen, das ist schon mal eine Ansage. Also, das Spiel wird es wohl in sich haben. Es geht los. Bin echt gespannt, ey. Ich freue mich. Schon wieder. Wenn du selbst oder jemand, den du kennst, Probleme hat, findest du Informationen unter Krisenhilfe unter, ja, bla bla bla. .de.org. Ciao, ich bin Julia. Julia K. Schön, dass du da bist. Mich hat seit Ewigkeiten niemand mehr besucht. Es ist schon Jahre her. Ich muss dir meine Geschichte erzählen, aber wo soll ich nur beginnen? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage daran. Mir ist nur der Sommer 1929 im Gedächtnis geblieben, als ich zu einem Kindermädchen weggeschickt wurde. Okay. Die Legende, Sommer 1929. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Nein, kleiner Spatz, heute Abend nicht. Ein Nebel kommt auf, siehst du? Ja, ich weiß. Und wenn es neblig ist, tötet die Frau junge Mädchen. Aber warum ist sie so böse? Weißt du, Julia, Schmerz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun. Auch wenn wir eigentlich gute Menschen sind. Genau wie Soldaten, die andere Soldaten töten müssen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau. Dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter, also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein, ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, Nanni. Ich gehe schlafen und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein.
Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanny, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag, und weil du keine junge Frau bist, kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist. Bitte, oh bitte, 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 bitte. Danach schlafe ich ein, versprochen. Oh, na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr. Ich hab Nanny geliebt. Und diese Geschichte. Sie klang mit jedem Mal faszinierender. Und immer wie neu. Ich hab Nanny jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen. Obwohl sie mir Angst gemacht hat. Selbst heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern. Und daran, wie glücklich ich war. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Sie freute sich auf einen Spaziergang mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete, nicht ihre große Liebe. Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Der weißen Frau. In den Tiefen dieses Sees gefangen. Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen, auf der Suche nach ihrer längst verlorenen Liebe. Im Nebel der Morgendämmerung behauptete schon so mancher Jäger, in der Ferne das Wehklagen einer Frau vernommen zu haben. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen. Soll ich aufhören zu lesen, mein kleiner Spatz? Nein, Nanny. Papa sagt mir immer, dass man sich der Angst stellen muss. Lies weiter. Na gut, Schatz. Jedes Mal, wenn die traurige Erinnerung an die Nacht, in der sie ihr Leben verlor, in ihrer Seele hochkommt, nimmt sie einer jungen Frau das Leben. Indem sie einer solchen Jugend das Leben raubt, fühlt sich die weiße Frau, wenn auch nur für einen Augenblick, frei von der Schwere ihres Schmerzes. Nur ein Baum. Gute Nacht, Nanny. Gute Nacht, Schatz. Ich habe fast 3 Jahre bei Nanny verbracht. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich schnell verlernt, glücklich zu sein. Meine Erinnerungen kehrten erst 15 Jahre später zurück, 1944. Während ich dort lebte,
beschäftigte ich mich damit, im Wald am See Kameras aufzustellen. Mein Vater hatte ein Gerät gebaut, das man an die Kameras anschließen konnte. Damit konnte man in festgelegten Intervallen Fotos machen. Ich habe versucht, Tiere zu fotografieren. Und was es sonst noch so an diesem verdammten Ort gab. Jetzt bin ich das tatsächlich. Der See. 16. Juli 1944. Film abrollen? Ein bisschen älteres Modell, ne? Aber ist ja auch, glaube ich, Zweiter Weltkrieg, die mir so spät aus, ne? Kamera öffnen. Alte Filmrolle rausnehmen. Ja. Wäre sinnvoll. Neuen Film reinlegen. Kamera zumachen. Film laden. Timer aktivieren. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Alles klar, machen wir. Da schwimmt etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen. Ich muss ihm helfen. Okay. Unheimlich. Ich war entsetzt über die Vorstellung, dass jemand in meinem See ertrunken sein könnte. Der See war meine Welt. Ich verbrachte dort den ganzen Tag mit Träumereien. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Unheimlich. Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Es war meine Schwester. Mein Zwilling. Ein Teil von mir. Tot. Unbegreiflich. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte.
Ich muss ruhig bleiben. Martha ist nicht tot. Also sieht ziemlich tot aus. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Keine Panik. Es ist alles in Ordnung. Martha, 26. Februar 1923. Ist alles okay? Bist du verletzt? Er spricht da. Was machst du da? Los, Erich, lauf! Meine Eltern rannten auf mich zu. Und meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft und der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen. Martha, ist alles in Ordnung? Fragte sie mich ganz langsam, damit ich ihre Lippen lesen konnte. Sie dachte, ich sei taub. Sie dachte, ich wäre Martha. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeigeht. Also nickte ich leicht. Mir war nicht klar, dass ich etwas getan hatte, das unumkehrbar war. Ich musste nun so tun, als wäre ich Martha. Für immer. Kommt mir vor, bekannt vor, die Story. Die Serie, weiß, was du letzten Sommer getan hast. Die Story ist sehr ähnlich, auch mit Zwillingen und so. Die Leiche. Ah. Oh Herr, der du die Sterbenden zum Leben erweckst, gib dein Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, o Herr, und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Erich, hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Mama findet immer für jeden etwas zu tun. Juli 1944. Unsere Familie ist in tiefer Trauer und denkt in dieser extrem schweren Zeit an euch. Ernesto E. und Familie. Mhm. 17. Juli 1944. Wir sind im Herzen bei euch und teilen eure Trauer über den tragischen Verlust eurer geliebten Julia. Monsignor Attilio D. Ein altes Gemälde. Ich finde es so traurig. Es vermittelt mir ein Gefühl von tiefer Einsamkeit. Der Herrscher. Trophäe freigeschaltet. Könnte ich jetzt weiterspielen, tue ich aber nicht. Hier mache ich mal den Cut. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Also der Anfang war schon mal richtig gut. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Das machen wir dann morgen und ich hoffe, ihr seid damit bei. Also bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.